Es ist jetzt hier kein großes Video. Es ist einfach nur so ein chilliger, kurzer, ja, Real Talk und Fragenbeantworter, aber kein Q&A. Ich habe öfter mal in der letzten Zeit von verschiedenen Leuten ziemlich ähnliche beziehungsweise fast schon gleiche Fragen bekommen. Und da dachte ich mir, wenn ich schon von einigen Leuten unabhängig voneinander fast die gleichen Fragen bekomme, dann mache ich doch da mal ein schnelles Video draus, wo ich die generell beantworte. Vielleicht interessiert das ja andere auch noch. Und zwar, zum einen meine Winterbekleidung. Viele fragen mich, was ich im Winter trage, dass ich bei diesen Temperaturen, es hat gerade 3 Grad draußen, wie ich bei diesen Temperaturen überhaupt Motorrad fahre. Wie ich das überlebe. Ich sag's euch ganz ehrlich, fast gar nicht. Also, egal was ich anziehe, mir ist immer kalt. Das größte Problem sind meine Hände. Die frieren mir immer ab. Was aber enorm hilft, habe ich festgestellt, ist das Zwiebelprinzip. Ich habe oben ein T-Shirt, dann warme Funktionsunterwäsche vom Lewis, kein Sponsoring, keine Werbung, dann einen dünnen Pullover, dann meinen Nierengurt, dann einen dickeren Pullover und dann meine Motorrad-Winterjacke an. Unten nicht so viel, weil das Problem mit Kälte an den Beinen habe ich nicht so krass. Unten habe ich einfach nur kleine Unterhose, dann eine auch warme Funktionsunterwäsche für die Beine, auch vom Lewis, und dann eben meine Jogginghose an. Ich habe gelernt, Jogginghosen sind im Winter die wärmsten Hosen. Abgesehen von irgendwelchen Textilhosen von Ding, aber ja, ihr wisst ja das Thema. Muss ich jetzt nicht nochmal ansprechen. So, und das war's eigentlich. Ach ja, Handschuhe, ganz, ganz wichtig. Gibt's zuhauf, entweder auf Amazon oder auch in bekannten Motorradgeschäften. Ich habe so Unterziehhandschuhe an, die kann ich euch mal schnell zeigen. Muss ich nur schnell hier an die Seite mal schnell fahren. Sekündchen, Freunde. Hier habe ich meine normalen Handschuhe, die kennt ihr ja mittlerweile. Die habe ich im Frühjahr 2021 gekauft. Und unten drunter habe ich diese Unterziehhandschuhe. Das ist jetzt normaler Stoff. Die gibt es aber in verschiedenen Ausführungen. Die gibt es auch zum Beispiel mit so einem Windstopper hier vorne. Dann ist da so eine dünne Plastikeinlage drinnen. Die merkt ihr aber nicht richtig. Die hält auch nochmal ordentlich warm. Und dann gibt es die auch noch in Seide. Sehr, sehr dünn, halten aber trotzdem ähnlich warm. Sowas würde ich euch empfehlen. Das hilft wirklich brutal. Also da sind eure Hände wirklich niemals kalt. Zumindest nicht, wenn ihr nicht Motorrad fahrt. So sieht das ganze Thema aus. Was ich euch sagen kann, mit absoluter Sicherheit, Freunde, zieht im Winter bitte kein Leder an. Manche von euch werden das schon gecheckt haben. Die, die die Erfahrung noch nicht gemacht haben, natürlich nicht. Aber Leder hält nicht warm. Egal, wie viel ihr darunter anzieht. Einen kleinen Unterschied macht es natürlich schon, was ihr unten drunter habt, aber auch nicht wirklich. Also Leder ist eine absolute Katastrophe im Winter. Nehmt irgendwas anderes, aber bitte kein Leder. Dann nächstes Thema, beschlagene Visiere im Winter ganz, ganz häufig. Ganz, ganz viel. Wenn ihr Probleme damit habt, dass euer Visier immer beschlägt, wenn ihr im Stau steht oder sowas, erstens würde ich euch empfehlen, sobald ihr steht, das Visier aufzumachen. Denke, da wird jeder schon drauf gekommen sein. Aber finde ich interessant, dass das System einige Leute noch nicht kennen, und zwar Pinlock. Das ist quasi so eine zusätzliche Scheibe im Visier drinnen. Ich blende mal ein Bild ein, so sieht das ganze Thema aus. Das ist so eine Plastikscheibe, die ist aber biegbar, und die wird, wenn euer Helm bzw. euer reguläres Visier diese Funktion hat mit diesen Noppen an der Seite da, wenn ihr das habt, dann gibt es für euren Helm auch diese Einlage, und die funktioniert quasi so: Ihr habt dann ein zweites Visier, das innen drin ist. Das geht ganz normal mit eurem normalen Visier mit, da es ja eingeklemmt ist, aber das hat außenrum an den Rändern so eine Dichtung, und diese Dichtung erzeugt eine isolierte Luftschicht, sage ich mal, die nicht beschlagen kann. Das würde ich euch empfehlen. So ein Pinlock kostet zwischen 40 und 60 Euro, ist jetzt nicht gerade günstig, aber wenn euch das so sehr stört, mit einem beschlagenen Visier rumzufahren und es euch zu kalt ist, mit offenem Visier zu fahren, dann würde ich euch das wärmstens ans Herz legen. Wenn wir schon beim Thema Visier sind, kann ich euch noch einen kleinen Tipp geben. Wenn es regnet zum Beispiel, wenn man öfter mal im Regen fahren muss, wenn man zum Beispiel immer mit dem Motorrad in die Arbeit fährt und da einfach zwangsweise öfter mal in den Regen kommt, dass der Regen an eurem Visier besser abperlt, denn das war bei mir früher immer ein Problem, dieser Regen auf dem Visier, der immer dann hängen geblieben ist und so Dreck hinterlassen hat, so ekelhaft einfach. Beschichtet euer Visier von außen mit so einer Nano-Versiegelung. Die kriegt ihr eigentlich überall. Am einfachsten ist es, ihr gebt das auf Amazon oder auf Google ein, Nano-Versiegelung, und dann war es das auch schon. Dann holt ihr euch da so ein kleines Fläschchen. Da reicht ganz, ganz wenig. Also so ein kleines, ich weiß nicht, 50 Milliliter Fläschchen reicht euch wahrscheinlich 5 Jahre, wenn ihr damit nur euer Visier macht. Und das wirkt Wunder. Das Wasser perlt einfach ab. Und wenn ihr Fahrtwind habt, sowieso, da bleibt nichts auf eurem Visier. Also ihr habt auch im Regen fast immer 100% Sicht. Was auch noch viele wissen wollten, komischerweise, ich weiß nicht, aktuell ist wahrscheinlich die Zeit, wo viele mit Motovlogs anfangen wollen, wie denn mein ganzes Vlog-Setup eigentlich ist, wie das alles aussieht. Könnte ich eigentlich ein extra Video draus machen, mache ich aber nicht. Ich sag das hier.
Und zwar, mein Vlog-Setup ist ein bisschen altmodisch. Ist nicht so wie bei den meisten anderen, die jetzt mittlerweile Hero 8, Hero 9 oder sogar Hero 10 haben. Ich filme meine Vlogs auf dem Hauptkanal hier, nämlich mit der Hero 7 Black. Hab dann dazu noch den Rahmen oder die Halterung. Hab dann die Kinnhalterung von Chin Mounts. Der Link dazu ist sowieso in jeder Videobeschreibung zu denen. Die drucken diese Halterungen in einem 3D-Drucker. Die sind dann auf jeden Helm zugeschnitten. Also die gibt es zum Beispiel für alle AGV-Modelle, Showai, Rurok, was weiß ich alles. Also wirklich für alle möglichen Helme sind da für diese Helme perfekt zugeschnitten. Die passen 1:1 drauf. Da müsst ihr nicht die ganze Zeit mit diesen komischen Halterungen, mit diesen Halterarmen da rumhantieren und Winkel und lauter Zeug kaufen. Nee, ihr braucht einmal diese Halterung und dann war's das. Sieht auch deutlich cleaner aus, ist nicht ganz so schwer, trägt nicht so auf. Mega geil. So, und dann in die GoPro Hero 7 Black, mit der ich meine Videos aufnehme, kommt dann der GoPro Mikrofonadapter. Den braucht ihr, sonst könnt ihr kein Mikrofon anstecken. Und dann eigentlich nur noch ein Kabelmikrofon, ein Lavalier-Mikrofon. Lavalier, keine Ahnung, wie man es ausspricht, aber halt einfach ein kleines Mikrofon mit Kabel. Bluetooth-Mikrofone helfen euch da eher wenig. Ja, und das war's dann eigentlich. Dann halt nur noch Kabel verlegen und das war's. Und dann austesten. Was auch eine Frage oft ist, womit ich meine Videos bearbeite und meine Fotos. Meine Videos bearbeite ich mit Premiere Pro oder Premiere Pro, je nachdem, wie ihr das nennen wollt. Und meine Bilder bearbeite ich hauptsächlich mit Lightroom. Auch nicht mit Lightroom Classic, sondern mit dem normalen. Ich finde das einfach optisch ansprechender und man hat im Prinzip die gleichen Funktionen. Ich mache eigentlich das Wenigste in Photoshop. Das Einzige, was ich in Photoshop mache, sind die Titelbilder für die Videos. Wenn ich zum Beispiel irgendwie den Himmel mal austausche, dass der geiler aussieht oder eben die Schriften hinzufüge. Solche Geschichten. Aber egal, was ich mache, ich arbeite mit den Adobe-Programmen. Die sind nicht unbedingt günstig, das ist ein monatliches Abo, aber meiner Meinung nach sind die Adobe-Programme die besten Arbeitsprogramme, die es gibt. Und auch noch eine interessante Frage, welche Versicherungen sich fürs Motorrad überhaupt lohnen. Braucht man Vollkasko, braucht man Teilkasko oder reicht da eine Haftpflicht? Meiner Meinung nach, beim Motorrad, wenn euch euer Motorrad zumindest etwas am Herzen liegt, solltet ihr eine Vollkasko-Versicherung abschließen. Denn da seid ihr abgesichert, egal was passiert. Ob ihr das Ding hinschmeißt, ob euch jemand reinfährt, ob sonst irgendwas passiert. Da seid ihr safe. Wenn das nicht der Fall ist und wenn ihr auch selber gut schrauben könnt, wenn ihr euch da auskennt und günstig an Teile kommt, dann reicht meiner Meinung nach auch einfach nur eine Haftpflicht. Von Teilkasko bin ich nicht so der Fan. Ich meine, da ist man zwar für vieles abgedeckt, aber so Sachen wie zum Beispiel Witterungsschäden, Hagel, Feuer, was weiß ich, kommt beim Motorrad eher selten vor. Die meisten Motorräder stehen sowieso in der Garage, also hat man auch kein wirkliches Problem mit Vandalismus. Außer ihr wohnt in der Stadt und müsst euer Motorrad draußen stehen lassen, dann macht das natürlich Sinn. Aber die meisten Motorräder stehen nun mal in der Garage, also da kein Hagel, kein Vandalismus, whatever. Also entweder Vollkasko oder Haftpflicht. Was anderes macht meiner Meinung nach nicht Sinn. Also wenn ihr euer Motorrad etwas liebt, was denke ich die meisten von euch tun, unbedingt Vollkasko. Wenn nicht, wenn ihr selber gut schrauben könnt, ist meine Meinung, dann Haftpflicht. Ist das günstigste. Und die müsst ihr ja auch haben, also dann reicht das, meiner Meinung nach. Und mit diesen Worten beende ich das heutige Video, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, abonniert den Kanal, folgt mir auf Instagram, checkt auch meinen Zweitkanal ab, Freunde, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Link dazu ist in der Beschreibung und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, Freunde, Jay ist raus.